von meinen Kunden, aber auch in meinem gesamten Umfeld höre ich immer öfters, ich habe so eine Angst vor dem Coronavirus, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Angst umgehen soll. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, dass du keine Angst zu haben brauchst und wie du das schaffst. Du lernst jetzt gleich 4 geniale Fragen kennen, die dir helfen, die Angst in den Griff zu bekommen. Und das funktioniert nicht nur beim Coronavirus, sondern auch mit allen anderen Ängsten. Vorab möchte ich auf jeden Fall sagen, es geht nicht darum, die Situation irgendwie zu ignorieren, aber es bringt überhaupt nichts, sich verrückt zu machen. Also, was ist eigentlich Angst? Angst ist ein Gefühl, das aufkommt, wenn wir uns in irgendeiner Form bedroht oder unsicher fühlen. Und das Angstgefühl soll uns dann vor akuter Gefahr schützen. Aber wo ist eigentlich die Angst, wenn sie uns gerade überfällt? Ist sie auf der Straße irgendwo? In irgendeinem Haus oder Raum? Oder sitzt sie auf irgendeinem Baum und springt dich gleich an? Nein, die Angst ist in uns, wenn wir es zulassen. Gefühle sind immer in uns und deshalb auch immer subjektiv, das heißt eine Beurteilung der Situation. Und so kann es auch sein, dass in der gleichen Situation der eine Angst hat und der andere eben nicht. Auf jeden Fall trübt aber die Angst deine Lebensfreude und deine Lebensqualität. Und Ängste beruhen oft nicht auf der Realität, sondern vielmehr auf irgendwelchen Horrorszenarien, die wir uns in unserem Kopf ausmalen und dann haben wir Stress damit. Und deshalb sollten wir Ängste nicht unterdrücken, sondern wir sollten sie hinterfragen. Und jetzt sind wir bei den 4 Fragen, die dir helfen, die Angst in den Griff zu bekommen. Frage Nummer 1 lautet, wovor genau hast du eigentlich Angst? Wir müssen uns bewusst machen, dass wir ohne die ständige Berichterstattung in den Medien nicht einmal von Corona etwas wüssten. Und das Problem ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das ist unsere Realität. Wenn wir akute Angst empfinden, scheint sie uns oft komplett einzunehmen. Und dabei betrifft sie oft nur einen winzigen Punkt in unserem Leben. Deshalb solltest du dich fragen, welcher konkrete Gedanke macht dir eigentlich Angst? Hast du Angst, dich anzustecken? Hast du Angst vor den Grippesymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen? Hast du vielleicht sogar Angst zu sterben? Und du solltest dich auch mal fragen, hattest du eigentlich in der Vergangenheit schon mal Angst vor irgendetwas, was dann doch nicht eingetreten ist, wo also die Angst eigentlich völlig unnötig war? Das ist nämlich bei den meisten Ängsten der Fall. Und die zweite Frage lautet, ist deine Angst wirklich begründet? Besteht jetzt gerade echte Gefahr oder sind es nur Gedanken, die dich beunruhigen? Was uns hilft, das einzuschätzen, sind Fakten. Fakt 1 zum Coronavirus ist, bei den meisten zeigt sich ein milder Krankheitsverlauf, etwa so wie bei einer schwachen Grippe. Außerdem sind viele, die infiziert waren, mittlerweile schon wieder gesund. Fakt 2 ist, Stand heute, also 1.3.2020, haben wir 117 bestätigte Corona-Fälle in Deutschland. Und laut dem Robert-Koch-Institut hatten wir demgegenüber in diesem Winter in Deutschland rund 100.000 bestätigte Grippefälle. Dieses Jahr sind bereits 161 Menschen an den Folgen der Influenza gestorben, also an den Folgen der Grippe, und davon waren 85% 60 Jahre oder älter. Fakt 3 ist, wenn wir Corona mal mit der Grippewelle 2017-2018 vergleichen, dann ist nicht zu verstehen, warum über die eine Sache so unglaublich intensiv berichtet wird und über die andere Sache so gut wie gar nicht. Wir haben nämlich weltweit aktuell ca. 85.000 Corona-Fälle und rund 3.000 Menschen sind bislang gestorben. Bei der Grippewelle 2017-18 gab es weltweit etwa 43 Millionen Infizierte und fast 1 Million Tote. Und das ist etwa 500 Mal so viel, wie wir jetzt beim Coronavirus sehen. Natürlich wissen wir nicht, was kommt, aber die Zahlen, die wir bisher haben, zeigen ganz deutlich, dass der Coronavirus einfach nur unheimlich viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommt und deshalb auch bei vielen Menschen Angst erzeugt.
Außerdem sagen viele, dass letztendlich der Grippe, also der Influenzavirus, gefährlicher ist als der Coronavirus. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Kannst du die angstmachenden Gedanken eventuell sogar loslassen? Du könntest ja auch deinem Körper etwas mehr vertrauen. Er hat dich bisher ganz gut durch dein Leben getragen, oder? Und hat schon viele Krankheiten geheilt. Dein Körper war bereits mit unzähligen Viren konfrontiert und du lebst noch immer. Man muss sich einfach fragen, was bringt eigentlich die Angst vor dem Coronavirus? Macht das wirklich Sinn oder könnten wir stattdessen einfach glücklich sein? Es ist halt so, dass das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, unsere Realität ist. Deshalb wäre es vielleicht auch gut, sich einfach nicht mehr so viel damit zu beschäftigen, nicht mehr so oft die Nachrichten zu schauen, sich mehr mit Menschen zu unterhalten, eben die eine andere Einstellung haben, die keine Angst haben, und zu schauen, wie denken die eigentlich? Und selbst wenn der Fall eintritt, dass du dich mit diesem gefährlichen Coronavirus infizierst, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du nach wenigen Tagen wieder gesund bist. Und damit kommen wir zur vierten Frage. Was kannst du jetzt aktiv tun, um dich besser zu fühlen? Am besten ist es sowieso immer erstmal ruhig zu bleiben, in deiner Mitte zu bleiben und nicht in diese Hysterie mit einzusteigen, denn das bringt dich wirklich nicht weiter. Also einfach mal durchatmen, mal aufatmen, dein Leben weiterleben, arbeiten, irgendwelche Dinge erledigen, vielleicht auch Dinge tun, die dir gut tun, Musik hören, Sport treiben, dich mit Menschen treffen und vielleicht auch wieder über andere Dinge sprechen als immer nur über das eine, um so eben auch den Fokus mal wegzulenken von diesem aktuell so groß gemachten Thema, dich etwas weniger damit zu beschäftigen. Kurz gesagt, statt ständig negative Gedanken und Bilder in deinem Kopf zu erzeugen, könntest du dich bewusst bemühen, mehr positive Gedanken und Bilder zu erzeugen. Denn letztendlich hast du es in der Hand, ob du die Angst riesengroß machst oder ob du es schaffst, die Angst im Zaun zu halten. Mark Twain hat irgendwann einmal sowas gesagt wie: In meinem Leben habe ich unendliche Qualen erlebt, die schrecklichsten Horrorszenarien, ganz viel Leid erlebt, aber das wenigste davon ist wirklich eingetreten. Also, mach dich nicht verrückt. In unserem Leben wird es immer wieder Herausforderungen geben und letztendlich haben wir es selbst in der Hand, wie wir damit umgehen, ob wir ruhig und gelassen bleiben oder ob wir uns aufregen und ob wir uns verrückt machen. Was ist aber letztendlich besser? Stell dir vor, du machst jetzt all diese Ängste, du machst dich verrückt, du guckst die ganze Zeit Nachrichten, ja, und du bist besorgt, du hast eine schlechte Zeit und es passiert letztendlich gar nichts, dann war das alles völlig umsonst. Und auf der anderen Seite, wenn es dich tatsächlich erwischen sollte, auch dann waren die Ängste letztendlich umsonst. Das heißt, egal wie du es drehst, es bringt überhaupt nichts, dich verrückt zu machen. Das Einzige, was du erreichst, ist, dass du dir den Tag damit versaust. Also, mein Fazit ist: Bleibe ruhig und überlege, was könntest du jetzt Sinnvolles tun, statt dich dieser Angst hinzugeben. Und wenn dir das Video irgendetwas gebracht hat, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, ich freue mich über deinen Kommentar oder über deine Fragen. Aber am meisten würde ich mich freuen, wenn du dieses Video teilst, um auch anderen Menschen zu helfen, sich gerade in dieser Situation besser zu fühlen. Dein Wolfram Andes.